Die Sicherheitsphilosophen. Sommergespräche mit interessanten und spannenden Gästen. Und so einen haben wir heute wieder mal am Start. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sommergespräche der Sicherheitsphilosophen. Und ich darf Christoph Jahnke hier bei mir begrüßen. Hallo Christoph. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Das freut mich, schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Zu deiner Person, und ich würde dich gleich einfach bitten, dass du dich selber vielleicht vorstellst. Du bist Co-Founder von Pendect, einer neuen News-Plattform. Beschreib doch einfach kurz mal, wer seid ihr, was macht ihr, was ist das Ziel eurer neuen Idee? Genau, Pendect, das ist eine News-Plattform, die wir gegründet haben Anfang des Jahres, beziehungsweise wir sind Anfang des Jahres online gegangen. Formell gegründet haben wir letztes Jahr im Oktober. Wir sind zu dritt, das sind Ashley, Erik und ich. Genau, ich bin heute hier. Ich bin verantwortlich ein bisschen für das Marketing, für die Produktqualität und die Finanzen dahinter. Eriko macht alles, was mit der Programmierung zusammenhängt. Und Ashley macht Produktmanagement und Design. Und gemeinsam denken wir uns aus, wo es mit Pendect hingehen soll. Und genau, das ist eine Plattform. Bei uns gibt es keine Artikel mehr, sondern nur noch kurze Karten. Und die Karten haben dann eine Überschrift und so ein Absatz, zwei Absätze Text und geben einfach möglichst faktengetreu wieder, also sehr faktisch, ohne eigene Autorenmeinung oder Autorinnenmeinung, geben die wieder, was gerade in der Welt passiert ist, kriegen dann eine Quelle und gehen dann durch ein Review-Verfahren, um sicherzustellen, dass es möglichst neutral geschrieben ist, dass die Inhalte akkurat sind, dass es eine vertrauenswürdige Quelle ist, um einfach zu sagen, wir möchten eine Baseline, eine Basis für die Informationsflüsse und für die Informationskommunikation etablieren, genau. Mhm. Du bist ja schon ein bisschen gerade auf die Funktionsweise eingegangen, also zu sagen, das funktioniert über Karten, eine sachliche, faktische Kurzbeschreibung des News-Inhalts. Aber kannst du vielleicht noch mal ein bisschen darüber hinaus erläutern? Wer hat die Möglichkeit, daran teilzunehmen? Werden die Karten von euch zur Verfügung gestellt? Bindet ihr dort eine Community ein? Und wenn ja, wer ist die Community, die ihr dort ansprechen wollt? Das ist das Schöne und wie ich finde, sehr, sehr charmante an Pendect, dass wir einfach sagen, alle Menschen können sich anmelden und wenn sie ihre Karten nach den Community-Standards schreiben, können sie auch ihre Inhalte einreichen und öffnen das Ganze, diesen ganzen Nachrichtenjournalismus quasi für alle Menschen. Also der Hintergrundgedanke ist, das, was YouTube quasi mit bewegten Videos gemacht hat, das, was Soundcloud für Musik gemacht hat irgendwo, das, was Twitter für die eigene Meinung, für kurz irgendwie Posts irgendwie, also dann Tweets in dem Fall gemacht hat. Wir wollen einfach diese technische Plattform zur Verfügung stellen, um das Ganze für News zu machen. Und deshalb können alle Menschen teilnehmen. Und weil aber alle Menschen teilnehmen können, ist es eben ganz wichtig, dass es da ein Qualitätskontrollverfahren, also ein Peer-Review-Verfahren gibt, in dem die Menschen sich dann gegenseitig kontrollieren, die auf dieser Plattform sind, genau. Ihr legt viel Wert auf die Transparenz. Ist damit dieses Review-Verfahren gemeint? Also du hast ja YouTube gerade angesprochen, da stellen wir ja, ich sag mal, verstärkt vielleicht schon immer, nur verstärkt jetzt im medialen Fokus, fest, dass ja nicht alle Community-Beiträge, die dort gepostet werden, wirklich vielleicht auch den Standards entsprechen, beziehungsweise einem Review unterliegen. Genau, also bei uns wird jede Karte gereviewt, aktuell noch von Ashley, Erik und mir, weil unsere Community noch relativ neu ist und nicht noch am Wachsen. Die Idee ist, dass wenn wir größer werden, dieses Review-Verfahren abgeben an Menschen, die sich eben auch auf dieser Plattform beteiligen, die also quasi schon Karten eingereicht haben, die über einen längeren Zeitraum aktiv sind, um eben keine Machtkonzentration, was Inhaltebewertungen angeht, in den Händen von uns irgendwie zu lassen, sondern das eben wieder zurückzugeben. Ich stelle mir das so ähnlich vor, wie ein akademisches System läuft, wenn jemand eine Studie rausbringt, dass die eben von anderen Menschen aus der Wissenschaft geprüft wird. Und das möchten wir eben auch mit diesem Nachrichtenjournalismus machen. Und das Schöne bei uns ist halt, eine Prüfung ist deutlich einfacher als bei anderen Arten von Inhalten, weil es eben immer eine oder zwei Quellen gibt, mindestens, die pro Karte da sind.
und eben ein relativ klarer Standard herrscht, was oder wie geschrieben wird, also wie beschreibe ich ein Ereignis, wie gebe ich wieder, dass Angela Merkel etwas Bestimmtes gesagt hat und dass eben keine eigene Meinung mit reinfließen soll. Und das ist schon eine relativ klare Vorgabe, während YouTube beispielsweise noch sehr, sehr offen oder sehr, sehr offen ist, was auch schön ist irgendwo auf der einen Seite, aber das macht es eben deutlich schwerer, auch Inhalte beispielsweise auf YouTube zu überprüfen. Und YouTube hat ja, glaube ich, auch nicht den Anspruch, dass alles akkurat ist, sondern dass es erstmal eine Plattform ist, wo wir sagen, alles geht. Aber das ist im Journalismus halt oder im Nachrichtenbereich einfach sehr, sehr gefährlich. Ja, also aber das heißt, wenn du hast gerade Quellen gesagt, das heißt, ihr beruht euch auf praktisch Nachrichten, die bereits existieren, die dann praktisch für eure Plattform in Teilen, wenn wir jetzt mal im deutschsprachigen Raum sind, in Teilen zumindest, was die Fakten angeht, ins Englische übersetzt werden, sodass praktisch die Reichweite da nochmal erhöht wird, aber praktisch auf, es gibt da schon eine Vorprüfung aufgrund klassischer journalistischer Standards, die es genau, das ist eine Vorprüfung auf den klassischen journalistischen Standards her statt. Und gleichzeitig wird eben geguckt, dass wirklich diese AutorInnenmeinung nicht mehr drin ist und dass es eine vertrauenswürdige Quelle ist. Wir sehen uns ein bisschen als Vorbau auch für diesen klassischen Journalismus, weil wir eben sagen, in einigen Fällen ist es ganz wichtig, dass dir jemand mit einem Autor, einer Autorin mit einer eigenen Meinung nochmal erklärt, wie funktioniert etwas irgendwie. Also beispielsweise irgendeine Beratung gibt oder Hintergrundinformationen, die sonst in diesem Ereignis nicht direkt stattgefunden haben, damit verbindet oder auch sagt, okay, das ist jetzt eine Einschätzung, eine Einordnung, so könnte sich das entwickeln, wenn man sich das große Ganze anguckt. Und das ist dann dieser zweite Schritt, den Journalismus ganz, ganz oft macht. Und davon abgesondert wollen wir aber sagen, wir wollen zuallererst erstmal wiedergeben, was ist gerade passiert. Und danach kann man sich dann angucken, okay, was ist der Kontext davon, wie schätzt jemand das ein, der oder die Fachwissen dazu hat. Und das sind dann, glaube ich, zwei wichtige Bausteine, die sich gegenseitig ergänzen und wir liefern quasi diesen Vorbau, genau. Ich war wirklich froh, muss ich dazu sagen, dass wir auch im Vorgespräch gesagt haben, oder du gesagt hast, nicht wir, aber eine Bitte war es gewesen, zu sagen, lass uns doch mal auch ein bisschen nicht nur die Plattform vorstellen, sondern auch ein bisschen gucken, wie werden Medien überhaupt gestaltet, wie entwickeln sich Medien weiter. Das ist ganz spannend, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Hintergrund, warum ich oder wie ich dazu gekommen bin, zu Pendek überhaupt, weil ich habe dein Interview in der Radiosendung und dann auch als Podcast verfügbar, eine Stunde was mit Medien gehört, wo du ja genau letztendlich auch in diesem inhaltlichen eingebunden warst, um zu sagen, genau. was passiert denn eigentlich da draußen und wie können wir Tools und Möglichkeiten schaffen, um das Weltgeschehen vielleicht transparenter zu machen und ein bisschen griffiger und professioneller vielleicht auch irgendwo. Ja. Und da komme ich direkt mal auf eine eurer Visionen, und das steht bei euch auf der Homepage, dass es ist, our vision is to protect free speech and democracies. Also unsere Vision ist, die Meinungsfreiheit oder die freie Rede zu beschützen und Demokratien. War diese Vision, die ihr euch gegeben habt, schon immer so wichtig, oder ist sie vielleicht aufgrund auch aktueller Geschehnisse und Entwicklungen immer wichtiger geworden? Genau, also die Vision war zuallererst da, dass wir gesagt haben, okay, genauso wie es aktuell läuft in der Welt, aber auch wie die Informationsflüsse sind, ist es halt nicht optimal. In Deutschland viel, viel besser als in anderen Ländern. In vielen Ländern wird immer noch zensiert. Da nimmt die Zensur auch in einigen Jahren gerade wieder stark zu. Das, was mit Hongkong passiert ist, mit dem neuen nationalen Sicherheitsgesetz, heute erst wurde einer der Chef der Medienhäuser, Besitzer, einer der Besitzer verhaftet, nachdem er sich halt jahrelang irgendwo dagegen ausgesprochen hat, was eigentlich diese politische Linie aus Peking war und irgendwo immer ein bisschen kritisch war. Mhm. Also das ist ganz, ganz wichtig für uns, und wir haben eben gesagt, okay, woran liegt es irgendwo? Und einerseits ist es natürlich, die großen Medienhäuser haben durch das Wegbrechen von den Zeitungen haben sie immer wieder einen Umsatzverlust, aber gleichzeitig haben wir uns angeguckt und gesagt, okay, dieses Format Artikel hat sich eben lange nicht weiterentwickelt und jeder kann aktuell irgendwie Online-News machen, kann Artikel schreiben, es gibt unglaublich viele hochwertige Blogs und
Das ist so diversifiziert, man weiß gar nicht mehr so richtig, okay, was ist jetzt vertrauenswürdig, was nicht. Und in der Wissenschaft und benutzt man zum Studium, lernt man, dass man halt auf Quellen verweisen soll. Und wir sagen, okay, wir haben uns das angeguckt und gesagt, okay, zuallererst kurze Karten mit Quellen, um dann eben zu sagen, alle Menschen können daran teilnehmen, alle Menschen können mitmachen, um eben das Ganze zu demokratisieren. Damit es halt nicht mehr einige wenige sind oder verschiedene Gruppen und der Medienmarkt, gerade in Deutschland, also es gibt einige Verlagshäuser, die da sind und dann nochmal aufgeteilt in ganz, ganz viel mehr Redaktionen. Aber wir wollen es eben nochmal weiter öffnen, dass wir sagen, auf Pendeck können Menschen aus Afrika genauso ihre wichtigen Informationen einbringen wie Menschen aus den USA, um damit eine Demokratisierung zu schaffen und dieses Werkzeug wirklich in die Hände der Menschen zu geben, damit es halt keine übergeordneten Interessen von der Chefredaktion beispielsweise mehr gibt. Du hast es gerade angesprochen, Hongkonger Sicherheitsgesetz, Populismus, vielleicht auch verstärkter Populismus in Europa, bestimmte Strömungen. Ich würde gerne nachher nochmal darauf zurückkommen, aber vielleicht mal ganz allgemein, wie hat sich denn Medienberichterstattung aus deiner Sicht in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnten sogar auch verändert? Was ist schwieriger geworden und haben auch vielleicht die sozialen Medien, von denen alle sprechen, vielleicht auch so der ein oder andere nicht genau weiß, was das denn im Endeffekt ist, dazu beigetragen? Also ich glaube, ganz generell gab es viel zu wenig Innovation im Nachrichtenbereich. Das klassische Denken, okay, wir schreiben einen Artikel und ein Artikel wird veröffentlicht und dann wird ein neuer Artikel zum gleichen Thema geschrieben. Das ist ein sehr statisches, das ist aus der Zeitungszeit bekannt. Und ich glaube, Medien müssten da eigentlich viel, viel mehr in einem Zugzwang stehen, Innovationen mitzumachen. Was dann passiert ist an Innovationen, das sind speziell im deutschen Medienmarkt, sind halt diese Jugendmagazine, Jugendplattformen nochmal aufgetaucht, BentoZ, BU, alle wieder eingestampft. Dann haben wir uns aber angeguckt, okay, wir haben ganz viel mit Videojournalismus auf einmal, wir haben vieles auf Instagram gerutscht, jetzt fängt langsam an, dass der Journalismus auch auf TikTok rutscht. Die Tagesschau hat, glaube ich, einen ganz, ganz tollen TikTok-Account, der unglaublich hochwertig ist, aber das ist immer noch nicht die Frage, okay, was für Inhalte kommunizieren wir da, sondern es ist immer nur die Frage, wie wir die Inhalte kommunizieren. Und gerade Wikipedia beispielsweise ist eine unglaublich wertvolle Ressource, um Informationen zu bekommen. Aber Wikipedia hat halt das Problem, dass es halt immer dieser Fließtext immer eingearbeitet wird. Und wenn man quasi, glaube ich, eine andere Informationsgrundlage bildet oder diese Informationen, diese verschiedenen, die Ereignisse, die Meinung und so weiter auseinandersplittet, dann könnte man mehr mit den Inhalten machen, dann könnte man sie neu kombinieren, neu zusammensetzen, könnte sie auch irgendwie datengetrieben vernetzen. Und das Format Artikel gibt das einfach nicht her. Und ich glaube, deshalb hat sich eigentlich relativ wenig gedreht. Aber gleichzeitig ist es natürlich irgendwo auch gehetzter und ein Stück weit clickbaitier, populistischer geworden. Es gab zwischendrin viele Plattformen, gerade die Entertainment-Plattformen, die sehr mit Clickbait gearbeitet haben. Das ist mittlerweile glücklicherweise sehr, sehr verpönt. Und die Menschen haben es zu einem großen Teil gemerkt, dass Clickbait sich doof anfühlt auf einer emotionalen Ebene, weil die Erwartungshaltung natürlich so aufgebauscht wird, dass sie danach nur abfallen kann. Und gerade aber auch, also wenn man sich Blogs anguckt, aber auch einige Redaktionen, ist da halt der Ton deutlich schärfer geworden, gerade im Kolumnenbereich. Einfach, weil sich, glaube ich, einerseits die politische Stimmung aufgeheizt hat, andererseits, wenn man natürlich irgendwo an Traffic rankommen möchte und der Markt sehr, sehr dicht ist und viel Konkurrenz herrscht und es deshalb einfacher ist, oder das Einfachste, einfach mal etwas Spitzeres, Radikaleres, Kontroverseres zu sagen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt beispielsweise die Diskussion die Diskussion im Nachgang vom 1. August mir hier mit der Hygienedemo in Berlin anschaue, dann haben sich alle großen Medienhäuser tagelang damit beschäftigt, ob da jetzt 17.000 oder 1,3 Millionen Menschen vom Brandenburger Tor waren. Genau. Da hat sich ja auch, ich sag mal, vielleicht auch inhaltlich was verändert. Nicht nur in der Fragestellung, wo bin ich jetzt neuerdings präsent, sondern mit was für Themen beschäftige ich mich? Ja, es ist halt spannend, dass dadurch, dass diesem Narrativ, dass es halt auch über 1 Million gewesen sein könnten, überhaupt so viel Raum gegeben wird. Und
das finde ich sehr bedenklich, dass dem so viel Raum gegeben wird, weil halt dann Meinungsartikel, wieder zwei Entsetzen dazu kommen und dass quasi jeder Artikel nach der ersten, also zuallererst irgendwie, okay, das sind die Zahlen und das ist die Faktengrundlage für diese Zahlen und diese 1 Million ist haltbar, das kann man meiner Meinung nach gerne einmal bringen. Und alles, was aber danach kommt mit zusätzlichen Entkräftungen, dass darüber diskutiert wird, dass jemand eine Meinung dazu hat, das ist, glaube ich, eher kontraproduktiv, weil es halt diesem Narrativ, dass es doch vielleicht mehr sein könnte, irgendwie überhaupt Raum gibt in den Köpfen der Leute, die halt daran glauben möchten. Und gleichzeitig es läuft total konträr zu der eigentlichen Stimmung in der Bevölkerung, was da gerade gemacht wird, weil es halt A, relativ wenig Leute waren, die auf dieser Demo waren, aber B, wenn man sich die Umfragen anguckt, ist halt der Support für die Maßnahmen, auch die Maskenpflicht, ist sehr, sehr hoch und ein Großteil wünscht sich halt auch nochmal etwas schärfere Restriktionen. Mhm. Haben sich die Medien entfernt. Ja, ist das auch so ein bisschen vielleicht der Versuch, Vertrauen wieder zu erkämpfen und für, also auch diese Zahl, die dann auch von der Polizei zumindest genannt wurde und in die Medien zu Anfang, diese 17.000, auch wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, also dieses Vertrauen, dieser Wahrheit hinterherzurennen und mehrfach zu betonen, dass man eigentlich diejenigen ist, die hier tatsächlich mit den echten Zahlen hängen. Also ich habe vielleicht in einem anderen Kontext oder im gleichen Kontext letztendlich, aber Spiegel TV hat auch von diesem Wochenende beispielsweise eine sehr, sehr gute aus meiner Sicht Berichterstattung zu der QAnon-Bewegung gedreht. Auffällig war hier immer wieder, dass die Demonstranten oder von den Demonstranten gefordert wurde gegenüber den Medienvertreter, aber nicht nur von denen, auch von ARD und ZDF waren viele dabei gewesen, recherchiert mal, erzählt mal die Wahrheit. Ist das auch so ein bisschen so ein Kampf gegen Windmühlen, auf den man sich jetzt eingelassen hat, um das vermeintlich verloren gegangene Vertrauen wieder zu erkämpfen? Total. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall, das hast du sehr schön gesagt, den Kampf gegen Windmühlen, auf den man sich einlässt und eingelassen hat. Aber man geht halt rein und versucht wieder irgendwo auch über die gleiche Art von Inhalten zu lösen. So. Also man versucht dann wieder, wenn man Artikel dazu schreibt, Artikel werden genau gleich wieder geschrieben. Aber ich glaube, diese grundlegenden Sachen, Quellen sauber zu verlinken, irgendwie kleine Infoboxen reinzumachen, das visuell klar voneinander zu trennen, was ist die AutorInnenmeinung, was ist jetzt überhaupt passiert, woher kommen diese Zahlen, was passiert ist, was sind da die Quellen, das passiert nicht. Da wird in jedem Halbsatz irgendeine Einordnung gemacht. Und ich glaube, Vertrauen kommt einfach durch Wissenschaftlichkeit. Und das Vertrauen gewinnt man nicht dazu, also nicht dadurch wieder, wenn man der Wahrheit jetzt hinterherrennt, aber gleichzeitig im gleichen Schreibstil bleibt. Also die Washington Post hat jetzt auch letzte Woche erst rausgebracht, interne Policy, wo sich halt die Journalistinnen und Journalisten auch dafür ausgesprochen haben, dass man eben klarer trennen sollte, was ist die eigene Meinung und was ist wirklich das Ereignis davon. So. Und ich glaube, das ist diese Grundlage für, wie gewinne ich Vertrauen zurück. Das klingt ja so ein bisschen auch nach den Forderungen und von den Argumenten, fällt mir jetzt gerade ein, von Rezo und seinem Video, was ja auch in der Medienbranche, ich sag mal, nicht überall auf fruchtbaren und positive Gegenliebe gestoßen ist. Also das, was du jetzt sagst, Quellen verlinken, Meinung trennen, sachlich, sauber argumentieren und hinterlegen. Also eigentlich klassische journalistische Standards. Jetzt habe ich mir gestern Abend für ein anderes Thema auch eben letztendlich die Verkaufszahlen nochmal angeguckt, beziehungsweise die Reichweiten von den unterschiedlichen Medien, ohne jetzt etwas zu nennen, aber genau diejenigen, wo ich heute sagen würde, vom Bauchgefühl heraus und vielleicht auch aus der Erfahrung heraus, die arbeiten schon mit sehr, sehr hohen Standards als gegenüber vielleicht anderen bebilderten Zeitungen, hängen die aber ja eigentlich hinterher in den Verkaufszahlen, in den Rankings etc. Also ist das ja auch ein bisschen so ein Selbsterhaltungskampf, der dort entsteht? Auf jeden Fall. Also in vielen Fällen ist es halt, das, was gemacht wurde, wurde seit Jahrzehnten so gemacht und wird jetzt so weitergemacht. Und wenn man sich auch anguckt, wie sich die klassischen Nachrichtenredaktionen irgendwie dagegen gesperrt haben teilweise, dass jetzt Online und Print zusammengelegt werden, einfach weil halt so ein ganzheitliches Konzept auch irgendwo gefehlt hat, aber auch, weil es irgendwas Neues war. Und das ist schade zu beobachten, dass halt da nicht proaktiv irgendwie probiert wird, Initiative zu sein, neue Sachen auszubringen. Ich weiß, da gibt es ganz, ganz viele Initiativen auch, aber bis jetzt war halt noch nichts,
durchschlagend, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt diese Methode, um das Vertrauen auf jeden Fall zurückzugewinnen. Aber beispielsweise könnte man hingehen und sagen, okay, wenn wir Artikel schreiben, beispielsweise zu den Hygienedemos oder zu QAnon oder was auch immer, dann gibt es eine Person, die schreibt, und das macht man klar kenntlich, die diese Fakten zusammen recherchiert, die recherchiert, was passiert ist, die es möglichst neutral wiedergibt und beispielsweise im gleichen Artikel dann unten drunter, klar visuell voneinander getrennt, eine andere Person, eine andere Journalistin diese Einschätzung dann dafür gibt und das in den Kontext versetzt und beurteilt, was hat das für Implikationen, warum ist es wichtig, dass das getan ist, war das jetzt gut oder schlecht. Und das ist ja immer noch, glaube ich, auch dieser wichtige Teil. Und wir wollen eben selber diesen ersten Teil übernehmen und den zweiten, der deutlich, deutlich komplexer ist, der eben dieses eigentlich das Kerngebiet des Journalismus sein sollte, zusammen mit dem Recherchejournalismus, der muss halt das Vertrauen aufbauen. Aber dafür braucht man halt diese solide Grundlage irgendwie mit, glaube ich, möglichst unaufgeregten Informationen. Jetzt muss ich mal auch total provokant fragen, auch hinsichtlich eurer Vision, die ihr habt. Ja. Erreicht ihr dann nicht eigentlich diejenigen, die das sowohl lesen, beziehungsweise die sich auch in dieser Community daran beteiligen wollen, erreicht ihr da nicht sowieso diejenigen, die eigentlich hinter der Vision stehen, die sowieso diese Vision leben, die vielleicht auch verstehen, welche Bedeutung Pressefreiheit, Meinungsfreiheit hat und ja. Baut ihr da nicht eigentlich auch wieder eure eigene Blase auf, nur vielleicht internationaler, größer, um anderen auch Informationen zur Verfügung zu stellen? Ich glaube, ganz generell, zum Anfang werden eher Menschen schreiben, die von der Vision überzeugt sind, die am gleichen Strang ziehen wie wir. Und umso weiter es wächst, umso mehr Nischeninformationen kommen aber auch dazu. Also beispielsweise Menschen, die sagen, okay, ich möchte jetzt anfangen, über Fanfiction zu schreiben, über E-Sports, ich möchte berichten, was lokal bei mir passiert ist. Und dann ist es nämlich die Möglichkeit, dass gerade beispielsweise, wenn wir beim Lokaljournalismus bleiben, dann haben wir es da, dass da immer weniger berichtet wird, dass sich die Regionalzeitungen zurückziehen, weil sie kein Geld mehr haben, weil die Verkaufszahlen einbrechen. Und dass es dann da die Möglichkeit gäbe, dass Menschen halt auf Pendex über diese spezifischen Nischenthemen oder regionsbezogenen Themen da auch berichten und quasi eine Anlaufstelle bieten. Und da haben wir dann den großen Vorteil gegenüber Social Media, dass halt andere Leute reviewen und eben ein gewisser Vertrauensgrad drin ist, der bei Facebook-Posts einfach nicht gegeben ist. Und klar, irgendwo, wir werden niemals alle Menschen erreichen, aber ich glaube, gerade wenn wir halt so spezifische und Nischenthemen dann abdecken, dann findet so ein Transfer statt von nur Menschen oder überwiegend Menschen, die halt sagen, okay, ich glaube an die Vision, so auch Menschen, die sagen, okay, ich möchte einfach diese spezifischen Informationen zur Verfügung stellen und diese spezifischen Informationen lesen und das kriegt man sonst auf einer anderen Plattform nicht. Genau. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg, aber das ist dieser Ausblick, wo wir halt hinwollen. Und genau, aber auch unsere Community Guidelines wollen wir irgendwann zusammen mit den Menschen, die auf der Plattform sind, irgendwo weiterentwickeln, in einem Dialog, um zu sagen, wir wollen immer möglichst offen bleiben. Ich finde das total interessant, weil das, was du gerade eben gesagt hast, weil in meinem beruflichen Umfeld, in dem ich mich bewege, wird immer noch, ich würde es jetzt mal wirklich als alt bezeichnen oder klassisch, zwischen regionaler Berichterstattung und überregionaler Berichterstattung und internationaler Berichterstattung differenziert, wenn wir irgendwelche Ereignisse haben oder Lagen oder Ähnlichem. Und du sagst ja eigentlich genau das Gegenteil, also das, was vielleicht man alt und klassisch in der lokalen Berichterstattung jemanden interessiert hat, kann aber eigentlich auch schon jemanden, vielleicht auch unter dem Stichwort Best Practices oder was passiert eigentlich in der Welt, auch jemanden vielleicht auf internationaler Ebene interessieren, sodass eigentlich doch diese Grenzen komplett verschwimmen und somit die Welt doch auch ein Stückchen näher zusammenrückt. Genau, ich glaube, es geht immer bei, wenn man sich Inhalte anguckt, würde ich mir immer angucken, wann hat ein Inhalt eine Relevanz für mich und dann aber auch für andere Menschen. Und andere Menschen sind in dem Fall diese Frage, wann hat ein Inhalt Relevanz für mich, nur ganz viel, also ganz oft multipliziert auf andere Menschen mit einem anderen Hintergrund, mit anderen Interessen.
Und ich glaube, eine Lokalnachricht oder eine aus einem Specific Interest Topic, wie E-Sports beispielsweise, die kann für Menschen auf der ganzen Welt immer relevant sein. Und wenn es dann aber kommt, okay, wir haben eine Lokalnachricht, das Schützenfest wird wahrscheinlich nicht ganz so interessant sein international, aber dieses Potenzial besteht trotzdem, dass irgendwas viral geht, dass es trotzdem international eine große Reichweite hat. Jeder Inhalt potenziell hat die Möglichkeit, weil es halt diese Internetinfrastruktur gibt, dass sich halt viele Menschen dafür interessieren. Und es muss halt nur die richtigen Menschen finden. Und ich glaube, dieser Unterschied wirklich zwischen regional und international, den würde ich so nicht mehr machen, sondern das inhaltsspezifisch angucken und dann gucken, wer interessiert sich vielleicht dafür genau. Ja. Und gerade auch bei regionalen Sachen, viele Leute ziehen weg. Und es kann ja sein, dass sie sich immer noch dafür interessieren, was da ab und zu passiert in ihrer Heimat, einfach wegen Nostalgie oder weil sie ein paar Mal im Jahr da sind. Und die müssten dann teilweise Online-Regionalmagazine für 10, 20 Euro im Monat abonnieren. Und das macht ja keiner. Aber wenn man dann ab und zu zwei Karten irgendwie am Tag aus der Heimat und Heimatnachrichten bei Pentek durch den Feed laufen hat, wäre das wieder was ganz anderes. Ja. Du hast gerade auch was gesagt, Journalismus, ich will jetzt nicht sagen, kostet mehr. Ich glaube, der hat auch schon früher gekostet, nur dass dadurch, dass ja. vielleicht der klassische Zeitungsverkauf weggefallen ist, wird natürlich mit Paywalls und Ähnlichem versucht ja auch wieder neue Einnahmequellen zu generieren. Ist das, siehst du das als gefährlich an, weil dann vielleicht auch Informationen, die eigentlich jedem zur Verfügung stehen müssten, nicht mehr jedem zur Verfügung stehen? Also ich erinnere beispielsweise, der Professor Dr. Drosten hat sich ganz, ganz heftig beim Spiegel beschwert über ein Interview, was er zu Corona-Maßnahmen und Ähnlichem vor ein paar Monaten gegeben hat. Und das hat der Spiegel nachher hinter eine Paywall gepackt. Klar, auf der einen Seite absolut verständlich, man muss trotzdem verdienen. Aber das waren aus seiner Sicht eben auch Informationen, die er sagt, die müssten eigentlich jedem zur Verfügung stehen, weil sie eben über Gesundheit, über Leben, über das gesellschaftliche Miteinander eigentlich berichten. Wie siehst du das? Ist Pentek dafür auch eine Möglichkeit, diese Informationen dann doch weiterzutragen, wenn jemand sagt, okay, ich habe genau diesen Zugang und ich stelle diese Informationen zur Verfügung? Ja, also ich glaube, ganz generell finde ich es wichtig, dass es Paywalls gibt. Weil das Verlassen, wenn sich Journalismus und Medien auf Anzeigenerlöse verlassen müssen, komplett oder zu einem zu hohen Prozentsatz, entsteht natürlich eine Abhängigkeit von der Wirtschaft. Gerade wenn es dann einige wenige große Anzeigen schaltende sind, schaltende Firmen dann meistens. Und da entsteht natürlich eine Abhängigkeit. Und deshalb finde ich es generell gut, dass es Paywalls gibt, wo dann auch gesagt wird, okay, da wird kontinuierlich Geld bezahlt, das ist planbar, diese Einnahmen sind planbar, damit kann man arbeiten. Und dann glaube ich aber, dass wirklich diese grundlegenden Informationen, die sollten immer frei für alle Menschen zugänglich sein. Und dass eben diese, ich glaube im Deutschunterricht wäre das Anforderungsbereich 3, also Anforderungsbereich 1 und 2 sind zusammenfassen und wiedergeben. Und Anforderungsbereich 3 ist quasi diese Einordnung und Interpretation. Hm. Und ich glaube, alles, was im Anforderungsbereich 3 ist, das kann sehr, sehr gerne auch hinter so eine Paywall. Damit habe ich kein Problem. Aber alles, was eben an grundlegenden Informationen zur Verfügung steht und vielleicht ein gutes Beispiel vom Spiegel, die haben das gemacht zu Ibiza. Da wurden denen ja in Österreich, gab es ja den Skandal. Ja. Da haben sie die grundlegenden Informationen und auch beim Amtor-Ding haben sie die grundlegenden Informationen, die Fakten, haben sie alle zur Verfügung gestellt und dann nur quasi diese Recherchegeschichte, was dahinter passiert ist, um es zu erzählen, dann hinter die Paywall gepackt. Und in den beiden Fällen haben sie es gut gemacht. Das mit Drosten kann ich seine Seite sehr gut verstehen. Aber verstehe auch natürlich, dass der Spiegel Geld verdienen muss und ein Interview ist prädestiniert dafür, dass es eben quasi so eine Transfer- und Interpretationsleistung ist. Aber die grundlegenden Informationen müssen halt trotzdem kommuniziert werden und frei sein, meiner Meinung nach. Ich würde gerne nochmal auf diese Faktenthematik zurückkommen. Ich oute mich mal, ich habe jetzt letzte Woche diese Zeitung, die auch auf diesen Hygienedemos verteilt während des demokratischen Widerstands, in die Hände bekommen und war nicht nur inhaltlich schockiert gewesen, sondern ich war letztendlich auch hinsichtlich des Umgangs mit Fakten, aber auch
der Umgang vielleicht mit dem, wie man sonst nennen würde, den mündigen Bürgern oder die Herangehensweise des potenziell mündigen Bürgers gewesen. Und das waren einfach die ersten vier Seiten ganz, ganz interessant aufgebaut. Also auf der ersten Seite 1 wurde über die Lügen, über den Faschismus, über die Diktatur der Bundesregierung, den subversiven Mächten, RKI geschrieben, also alles wirklich in einen Bereich gezogen, wo man sich nicht wiederfinden will. Auf Seite 2 wurde dann interessanterweise mit den Zahlen der subversiven Mächte von Seite 1 dann dagegen argumentiert, dass Corona zwar vielleicht möglicherweise existiert, aber gar nicht so schlimm sei. Auf der dritten und vierten Seite hat man eine Doppelseite, einen Aufmacher gehabt, wo man Zitate von, ich nenne sie mal Ärzte, ganz grob gefasst und Wissenschaftler, wo man die Zitate und Gutachten hergeholt hat, dass Corona ja eigentlich gar nicht existiert. Jetzt sagen du und ich wahrscheinlich und hoffentlich auch der Großteil der Bevölkerung, im Moment mal in der Konsistenz dieser Argumentation ist das überhaupt nicht schlüssig. Aber wer auf den vier Seiten einfach diese Widersprüche nicht entdeckt, der kann doch erst recht nicht allgemein von Fakten, von einer noch sachlicheren Arbeit der, ich sag mal, klassischen Medien überzeugt werden. Oder siehst du das anders? Na, ich glaube generell, was das Beispiel zeigt, ist, es suggeriert, dass du dir aussuchen kannst, woran du glaubst. So, also auch Widersprüche sind gerade bei den Verschwörungstheoretikern und Theoretikerinnen, aber auch im Reichsbürgertum irgendwie, sind okay, dass es da Widersprüche gibt und immer wieder welche auftauchen, weil man sich dann dafür entscheiden kann, an Sachen zu glauben oder nicht. Und dann in vielen Fällen auch daran geglaubt wird, einfach was das eigene Narrativ stützt und dass das Medium an sich, wo man es liest, gar nicht mehr die große Relevanz hat. Und das ist ein großer Widerspruch zu gerade der Hochzeit der Printzeitung, wo es halt darum ging, okay, jetzt steht es in der Welt, jetzt steht es im Spiegel, das muss richtig sein, das ist ein hoher Qualitätsanspruch. Und der ist halt beim Spiegel auf jeden Fall, bei anderen ehemaligen Printmedien, die jetzt auch online sind, immer noch da. Aber man kann es halt nicht mehr unterscheiden. Früher war es halt so ein Qualitätsmerkmal, auch diese gedruckte Zeitung, dieses Magazin in der Hand zu haben. Heute kann jeder eine schön aussehende Website aufsetzen. Oder Zeitung drucken ist natürlich auch viel zugänglicher geworden. Und ich glaube, dieses Grundlegende, ein Widerspruch ist da, aber Menschen entscheiden sich bewusst dafür, den weg zu ignorieren. Und ich glaube, man muss aber wieder einen Schritt zurückgehen und gar nicht irgendwie Widersprüche miteinander vergleichen, sondern muss sagen, so sollte es aussehen, wenn etwas wiedergegeben wird, so, wenn etwas geschrieben wird. Und das ist eben dieser erste Schritt, möglichst neutral, glaube ich, und dann mit Quellen. Genau. Ist das und eine Möglichkeit, die Leute dann auch irgendwann vielleicht wieder zu erreichen, die ich jetzt dadurch überhaupt nicht mehr erreiche? Genau. Ich glaube, das ist in relativ weiter Ferne. Aber die Idee ist halt dahinter, dass man jetzt sagt, okay, wir haben zwei Artikel, die widersprechen sich und zeigt dann rauf irgendeinen Vergleich. Und in der Zukunft kann man vielleicht sagen, okay, wir haben zwei Artikel, die widersprechen sich, aber bei dem einen sind unten sauber Quellen gelistet und keine Meinungswörter drin und bei dem anderen sind halt keine Quellen gelistet, aber Meinungswörter drin. So, und das würde halt im Optimalfall den zweiten Artikel auf jeden Fall schon mal zu einem gewissen Grad disqualifizieren und dann sagen, okay, bis dein Artikel das nicht einhält oder deine Karte oder was auch immer, hol doch bitte diese grundlegenden Informationen, damit es überhaupt zu dieser Diskussion beispielsweise zugelassen wird. Also eine Studie in einem wissenschaftlichen Kontext, die keine Hintergrundinformationen, keine Quellen, keine Daten irgendwie nichts bereitstellt, keine Versuchsweise, kein Versuchsaufbau nicht beschreibt, die wird halt direkt rausgeworfen. Und ich glaube, diese grundlegenden formellen Standards, die es im Journalismus geben sollte, die, wenn die konsistent überall eingehalten werden, dann kann man eben auch viel mehr Fakes viel früher im Prozess schon rausschmeißen. Ich finde, also ich bin ja recht froh, dass du da sehr, sehr optimistisch bist, weil du gerade ja auch gesagt hast, das wird halt auch dauern und du kriegst die Leute halt auch wieder. Ich will da jetzt meine Meinung jetzt mal von diesem sachlichen Diskurs hier gar nicht so breit treten, aber ich finde, das sind ja letztendlich auch Effekte, die
möglicherweise auch austauschbar sind. Wenn ich so ein bisschen an die Migrationskrise denke, das war ja auch irgendwie ein Zahlenkampf gewesen. Wie viel kommen denn jetzt? Wie viel sind von den Terroristen? Wie viel sind, ich weiß es gar nicht, wie viel Verbrechen werden begangen, etc. Also das sind ja letztendlich Wellenbewegungen, die wir, die meines Erachtens da sich irgendwie gleichen. Und von daher finde ich, dass das Bild, das du gerade zeichnest, das ist zwar sicherlich dauern wird, aber dass das ein Prozess ist, wo auch die Wahrheit dann oder die faktenbasierte Wahrheit, die Bekämpfung von Fake News irgendwann vielleicht auch mal gewinnen wird, finde ich an dieser Stelle eigentlich, finde ich gut, weil es eben auch nicht so hoffnungslos erscheint. Ja, ich glaube auch, wenn man sich anguckt, wie in den letzten 2000 Jahren beispielsweise demokratische Bewegungen und Strömungen sich entwickelt haben, dann kann man relativ klar sehen, dass die Menschheit 2-3 Schritte nach vorne gemacht hat über mehrere Jahre und Jahrzehnte und dass es dann in vielen Fällen in einigen Ländern wieder zurückging, dass Demokratie wieder abgebaut wurde oder teildemokratische Systeme wieder zurückgebaut wurden und dass es dann quasi eine Zeit der Krise gab und dass es sich dann aber umso weiter nach vorne entwickelt hat. Also immer 3 Schritte nach vorne, 1 Schritt, ab und zu auch 2 Schritte zurück und dann wieder 3 Schritte nach vorne. Und ich glaube, genauso wird diese Entwicklung, oder ich hoffe es zumindest, wird diese Entwicklung in unseren Informationsflüssen in den Medien sein. Und das ist ja schon mal passiert. Das hatten wir halt, Print ist rausgekommen. Und das war, also Zeitungen wurden das erste Mal gedruckt und weit verfügbar gemacht. Menschen haben ihre Zeitung gelesen. Und zum Anfang war es halt viel, viel aufgeregter, weil Menschen halt einfach immer einzelne Zeitungen gekauft haben und quasi alle irgendwo reißerisch dann auch damals schon reißerische Überschriften geschrieben haben, damit sich halt verkauft. Und dann sind halt überhaupt erst diese Zeitungsabos aufgekommen, die es halt ermöglicht haben, dass das Ganze nochmal deutlich entschleunigter wird, aber gleichzeitig eben auch deutlich sachlicher geworden ist. Und jetzt sind wir gerade wieder im Internet angekommen, in der Internetphase, wo wir halt wieder einzeln verkaufen, wo halt diesmal nicht einzeln bezahlt wird, sondern halt Klicks die Währung sind. Und jetzt entwickeln wir uns hoffentlich mittelfristig da auch raus. A, dadurch, dass es eben mehr Abos gibt und mehr stetigen Umsatz für die verschiedenen Verlage, aber gleichzeitig eben auch durch neue Angebote, die wir selber mit Pendeck 1 bereitstellen wollen, die halt ergänzend zu diesem interpretativen und erklärenden Journalismus sind. Ihr schreibt bei euch auf der Homepage, dass es sich in einem journalistischen Klima als schwierig erwiesen hat, in dem politische Vorurteile zum Verkaufsargument geworden sind. Kritisiert ihr den Journalismus? Kritisiert ihr die Politik? Kritisiert ihr die Gesellschaft? Wer ist da so ein bisschen der Adressat dieser genannten Problemstellung? Ich glaube, alle Seiten ruhen sich, und das ist, glaube ich, ganz in der Natur des Menschen, dass wir uns, wenn etwas funktioniert, dass wir dann dazu neigen, dass wir das Funktionierende genauso weiterzumachen. Und das fällt in der Politik auf, wenn wir uns angucken, dass Deutschland die Digitalisierung verschlafen hat. Das fällt uns auf, wenn innerhalb der Bevölkerung aber teilweise einfach eine fehlende Medienkompetenz da ist, dadurch, dass sich die Technologie einfach viel, viel schneller entwickelt als damals noch und gleichzeitig aber auch in den Verlagen, die halt das Gleiche gemacht haben wie vorher. Und gerade im Hinblick auf die USA, aber auch andere Länder, sehen wir, dass Politik auch populistischer wieder geworden ist. Und das heizt das Ganze natürlich nochmal an. Also ich glaube, es ist so von allen Seiten irgendwas, aber es ist kaum jemand, der sagt, okay, ich möchte jetzt aktiv das Ganze, die Situation schlechter machen, sondern es ist halt einfach die technologische Entwicklung viel voran und da müssen wir mitziehen und das passiert nicht schnell genug. Hat Donald Trump oder der vielleicht auch steigende Populismus in Deutschland oder in Europa die Medienberichterstattung verändert? Hat er die beeinflusst, vielleicht nicht aktiv, aber durch sein Verhalten? Ja, auf jeden Fall. Also gerade Donald Trump hat es halt hoffähig gemacht, dass wieder stark wertende, aber auch sehr diskriminierende Aussagen zulässig sind, aber gleichzeitig eben auch klare Widersprüche hoffähig gemacht werden. Das, was wir gerade eben schon hatten, dass man sich dann aussuchen kann, woran man glaubt
ohne dass es halt irgendwelche Informationsgrundlagen gibt. Und Donald Trump kann halt einfach alles sagen und da kann sehr viel gegenargumentiert werden, sehr viel gegenläufige Berichterstattung sein. Am Ende macht seine Plattform irgendwo auch größer und irgendwo macht das natürlich auch hoffähig. Aber gerade wenn es der US-Präsident ist, ist es halt schwierig, den auch einfach zu ignorieren und vielleicht auch nicht nicht gut für unsere Medienwelt, für unsere Demokratien. Das ist also ein ganz, ganz wichtiges Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und ich bin froh, dass gerade auch viele Verlage irgendwie verschiedene Herangehensweisen gefunden haben, um damit umzugehen und es auch immer noch probieren und auch sich entwickeln, damit halt in den nächsten Jahren nochmal deutlich besser wird, mit sowas umzugehen. Aber klar, es ist viel rufiger geworden, wieder populistische Sachen zu sagen. Das war nämlich auch so ein bisschen meine erste Idee gewesen, zu sagen, naja, wenn keiner darüber berichtet, auch vielleicht über Aussagen, also man kann ja Personen, Amt und Aussagen vielleicht auch ein bisschen trennen, zumindestens nicht in der Live-Berichterstattung, also da werden wir, glaube ich, nie hinkommen, dass Pressekonferenzen zukünftig nur noch schriftlich im Nachgang irgendwie zusammengefasst werden oder ähnliches, aber die einfachste Herangehensweise wäre ja auch zu sagen, naja, es müsste nur ein bestehender Konsens in der Medienlandschaft sein, zu sagen, okay, wir berichten auch hier inhaltlich faktisch und lassen eben genau diese Aussagen weg. Jetzt sagst du aber, eigentlich muss das eine Demokratie ja auch aushalten können. Genau. Also ich glaube, sowas muss eine Demokratie aushalten können. Und wenn sich halt alle Verlage anfangen abzusprechen und alle das Gleiche machen, dann haben wir auch wieder ein Problem, weil es dann irgendwo eine Unabhängigkeit raubt. Und ich finde es schön, dass die Medienwelt sehr divers ist. Ich weiß aber nicht genau, okay, ich glaube nicht, dass jetzt Trump generell zu ignorieren gut wäre, aber es ist halt oft auch nicht trennbar, also was jetzt Amt, was Person ist, irgendwie. Also als US-Präsident, alles, was er als Person sagt, wird natürlich, weil er dieses Amt innehat, wird natürlich auch irgendwie gewertet auf diese Präsidentschaft, auf das Amt. Gerade bei ihm kann man es halt nicht mehr trennen. Ja. Es ist ein unglaublich komplexes und schwieriges Thema. Aber man muss irgendwo dem etwas entgegensetzen. Und was genau das am besten ist, das weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, dass für die Medienwelt wird sich dem annähern auf jeden Fall. Jetzt sagt er auch, we believe news is made by the people, for the people. Also jetzt lass uns mal ein dramatisches Szenario zeichnen. Jetzt im Kontext zunehmender, ich weiß es nicht, vielleicht auch nur präsenterer Verschwörungserzählungen, kommen wir irgendwann zu einem Konsens, dass vielleicht auch die Mehrheit der Bevölkerung oder zumindest vielleicht 50% der Bevölkerung diese kruden, verrückten Ideen glaubt. Sind das dann die Berichte, über die, wenn from the people, for the people, dass es auch die sind, über die wir dann in der Zukunft mehr sprechen müssen, dass die irgendwie die Wahrheit dann auch vielleicht abfälschen? Na, das ist dann wieder die Frage. Also gibt es irgendwie eine Ereignisgrundlage, eine wissenschaftliche Grundlage dafür, irgendwo als Quelle, um die Inhalte rauszubringen? Wenn Menschen halt sagen, okay, also beispielsweise, niemand würde sagen, 9/11 hat nicht stattgefunden. So ist, also es gibt bestimmt irgendjemanden, der das behauptet. Also 7,5 Milliarden Menschen, es gibt bestimmt irgendjemanden. So, aber der generelle Konsens ist ja, Katastrophen passieren und dann gibt es immer mal wieder Verschwörungstheorien, was hat jetzt diese Katastrophe ausgelöst, was ein Inside-Job ist, irgendwas passiert. Und dafür muss es dann halt natürlich irgendwo eine Faktengrundlage geben. Und genau, die muss halt sauber erstellt sein. Und dann kann es halt natürlich immer wieder Gruppen geben, die sich dieser Faktengrundlage entbehren. Aber wir würden eben beispielsweise auch nur darstellen und auf der Plattform zulassen, was halt diese entsprechende Faktengrundlage hat. Klar, da wird bestimmt der erste Tag kommen, an dem mal was durchrutscht. Bei uns ist es aber halt auch keine Abstimmung irgendwie, dass eine einfache Mehrheit gefunden werden muss, um einen Inhalt zuzulassen, sondern es wird halt
wirklich im Detail in einem Review-Verfahren drauf geguckt, von Leuten, die sich halt auf der Plattform länger beteiligen, die gezeigt haben, dass sie den Richtlinien folgen und dass sie halt dieses Interesse haben. Und das macht es besser, aber auf gar keinen Fall foolproof. So, also wir werden immer fehleranfällig sein und deshalb muss der Prozess halt transparent sein. Wer hat was reviewed, wie sind die Community-Standards und so weiter und dann nachvollziehbar machen, was die Historie der einzelnen Nutzerinnen und Nutzer auch ist. Und ich glaube, so eine Gesellschaft kann sich, das ist die große Gefahr von Demokratien, kann sich natürlich immer irgendwo umpolen und in eine Richtung gehen, von der man sagt, okay, ich hätte gerade persönlich nicht das, also hätte ich, dass es gerne in eine andere Richtung geht. Mhm. Das ist halt die große Gefahr an Demokratie. Aber wenn ich mir alle Alternativen angucke, dass halt einige wenige beispielsweise über die Politik entscheiden, die halt nicht gewählt sind, die nicht verantwortbar gemacht werden können, dann ist das halt eine schlechtere Alternative, die in die Hose geht. Ja. Und die demokratischen Systeme sind alle nicht perfekt, aber ich bin froh, dass es so viele Länder gibt, die ihre eigene Version davon haben, die halt alle laufend nachoptimieren und versuchen, ihre Demokratien besser zu machen, damit wir dann halt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer stabilere und bessere demokratische Systeme entwickeln können und die dann aber auch nehmen können, beispielsweise Online-Plattformen zu kontrollieren. Genau. Du hast jetzt was gesagt, was in dem Nebensatz gerade war, aber das finde ich, ist unglaublich wichtig, dass man sich natürlich irren kann, und das erinnert mich so ein bisschen an so eine klassische Lagerarbeit, die man hat, wenn man trifft Entscheidungen, beziehungsweise es gibt Berichte eben auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen und Fakten und Beweise, die man hat. Ja. Das heißt, dass sich ja da auch was ändern kann. Also mein Lieblingsbeispiel in diesem Zusammenhang ist so ein bisschen sind auch die Enthüllungen von Edward Snowden, was mich total überrascht hat, dass nachher eigentlich die Welt so ein bisschen sprachlos war und auch die Verschwörungserzähler, die vielleicht vorneweg noch durch die Straßen gezogen sind und skandiert haben, wir werden überall abgehört und komplette Kontrolle über alle Menschen. Und da zähle ich mich auch dazu. Sicherlich hat man gesagt, Datenschutz und Thematik und online und sowas ist schon kompliziert, aber schon gar nicht dieses Horrorszenario, das ihr da malt. So. Und dann kamen eben die Fakten, dann kamen eben die Beweise und man hat eben auch seine Meinung dazu geändert und hat festgestellt, okay, jetzt muss ich das wieder anfangen, neu zu bewerten, auf Basis der jetzt neu vorliegenden Fakten. Gar nicht heißt, dass vorher die Wahrheit verschwiegen wurde, zumindest in einem gesellschaftlichen Konsens, in einem Medienkonsens, den man da hatte, sondern man hat einfach eine Entscheidung getroffen auf Basis der Informationen, die einem bis dorthin zur Verfügung standen. Und wenn es dann eben neue Informationen gibt, dann muss man neu bewerten und dann muss man diese Thematik wieder neu aufrollen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das merkt man jetzt auch, wenn ich diesen Monolog mal kurz ausführen kann, obwohl du mein Gast bist. Weil das merkt man auch, glaube ich, gerade in dieser Corona-Krise, dass ganz viele Menschen diese Thematik gar nicht verstehen, die dann immer um die Ecke kommen. Naja, vor ein paar Wochen habt ihr noch gesagt, Mund-Nasen-Bedeckung hilft überhaupt nicht. Schulen können wir offen lassen. Ja, aber das war immer genau an dem Punkt, der die Informationsbasis zum aktuellen wissenschaftlichen Stand, der auf Fakten basierte, in einem komplett neuen Szenario, das wir in einer Art und Weise vorher überhaupt nicht kannten und noch nie gehabt haben. Das heißt, Informationen verändern sich, Informationen entwickeln sich und darauf basieren dann auch neue Empfehlungen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du hier auch nochmal rausgestrichen hast. Ja, dass sich Informationen entwickeln, das passiert halt immer schneller. Früher in klassischen Redaktionen war es halt, okay, gab es irgendwo einen Redaktionsschluss und dann wurde das gedruckt, was gerade da ist. Und dann hat man halt wieder 24 Stunden Zeit gehabt, quasi bis zum nächsten Redaktionsschluss. Mit Ausnahme, wenn es halt sonntags teilweise auch keine regelmäßige Zeitung gab, sondern eine Sonntagszeitung, auch mal einen Tag frei. Und da wurden halt Inhalte vorproduziert über einen Tag hinweg zum nächsten Tag hin. Und jetzt ist es halt viel, viel schneller. Also Informationen kommen laufend rein. Und sobald sie verifiziert sind, geprüft sind, gehen sie auch online. Und dann kann es aber, es passiert regelmäßig, dass nach einem halben Tag gesagt wird, oh, das ist doch anders irgendwie. Aber irgendwo ist, glaube ich, das Begehren der Menschen da, diese Informationen zu haben. Gleichzeitig ist der Druck zwischen den verschiedenen Redaktionen halt auch
dass sie eben sagen, wir müssen diese Information auch zügig rausbringen, um eben damit unseren Traffic zu bekommen. Und bei Pendect ist es halt klar, wir sind in diesem Ganzen, also wir müssen uns dem System irgendwo stellen. Und gerade wenn wir News-Informationen haben, die veralten teilweise eben auch relativ zügig. Aber gleichzeitig sagen wir eben, jede Karte von uns, die kriegt Tags mit Personen, Organisationen, Orten und Themen, die halt damit zusammenhängen. Und gerade wenn wir uns jetzt die Corona-Impfung angucken, wie da die Entwicklung ist, da kann man beispielsweise auf den Tag bei uns draufgehen, sieht dann einfach eine Zeitleiste, einfach wie so ein Newsfeed bei Facebook, nur mit diesem einen Thema, und kann sich also vom Neuesten durchscrollen zum Ältesten, was halt der Stand ist. So, und wie sich der Stand entwickelt hat. Und dadurch kommt halt so ein bisschen mehr Bewegung rein. Es ist kein Artikel, den ich dann google, den ich 3 Monate später finde, der vielleicht aber schon total veraltet ist, aber ich weiß ja gar nicht, ob er veraltet ist. Genau. Ja, da sprichst du ja auch nochmal so einen anderen Aspekt an, was ja letztendlich auch immer wieder so ein Wellenschlag ist, der dort existiert. Also natürlich ist unsere Gesellschaft schnelllebiger geworden, aber die Nachhaltigkeit vielleicht von Nachrichten, von Meldungen ist einfach vielleicht auch kürzer geworden. Korrigier mich, wenn ich da falsch bin. Also meine These wäre jetzt so... Es wird ja viel detailliert berichtet. Alles wird in kleine Bruchstücke eh schon runtergenommen. Und in einem normalen Artikel, also angenommen, du liest 3 Artikel zum Brexit in einer Woche, 3 Artikel haben dann vielleicht jeweils einen Absatz an neuen Informationen, und die restlichen Absätze in diesen Artikeln sind dann alte Inhalte zusammengefasst, Einordnung und einfach ein Intro. Und viel davon ist auch einfach redundant, weil mittlerweile halt einfach sehr viel, also mit jedem neuen Informationsstück direkt rausgegangen wird. Und früher hätte es halt sein können, da bist du ganz richtig, glaube ich, dass man gewartet hat in der Redaktion, bis halt genug Inhalte zu einem Thema da sind und dann darüber berichtet. Mhm. Du hast ja auch die Zeitleiste bei euch angesprochen und diese Entwicklung, die dort aufgezeichnet werden. Das ist ja auch bei mir in meiner Tätigkeit in den sozialen Medien ganz wichtig, dass du eben nicht nur diesen Schlag hast. Und der erste Aufschlag, ich meine, das ist letztendlich im Kontext von Widersprüchen oder jetzt komme ich gar nicht auf den tatsächlichen Wortlaut oder fachlich richtigen Wortlaut, dass wenn über dich berichtet wird, ist das eine große Aufmacher in der ersten Zeile. Wenn du aber erwirkst, dass dort eine Korrektur erfolgen muss, dann muss es zwar sicherlich auf derselben Seite erfolgen, aber das wird niemals so groß und bebildert sein wie der erste Aufmacher. Und das andere ist ja so ein bisschen der zweite Aspekt, der da drin ist, der vielleicht auch mehr in den Hintergrund gerät, ist ja auch dieses Lernen aus Ereignissen, Entwickeln von Ereignissen. Also meine These wäre jetzt an dieser Stelle, wenn wir jetzt hier echt jetzt die Tage, was ich nicht hoffe und auf Holz geklopft, einen ganz, ganz schweren Terroranschlag hätten in Deutschland, ja. dann würde über Wochen, vor allem wenn es da noch irgendwie sicherheitsbehördlich irgendwie was schiefgelaufen ist, dann würde über Wochen möglicherweise über Corona keiner mehr berichten. Und das ist ja auch so eine Herausforderung. Das Thema ist ja nicht weg, es ist nur etwas anderes, brisanter geworden. Wie könnt ihr mit eurer Plattform dem vielleicht auch so ein bisschen entgegenwirken? Genau, also ich glaube, das Interesse verschwindet halt nicht. Und das sieht man ja auch bei ganz vielen anderen Themen. Also Corona ist ausgebrochen, als die Waldbrände in Australien noch liefen. Waldbrände in Australien sind aus den Nachrichten verschwunden. Waldbrände in Australien sind ausgebrochen, als Hongkong gerade noch in den Nachrichten war. Das ist halt so ein Cycle. Und in vielen Fällen, es betrifft halt, ein Ereignis betrifft immer physisch real im Leben eine bestimmte Subgruppe. Und der Rest liest einfach nur mit. Und dadurch, dass die Redaktionen aber nicht immer zwingend physisch betroffen sind von diesen Ereignissen, folgen sie halt auch tendenziell eher so einem News-Cycle. Und ich glaube, ein lokales Medium in Australien wird noch viel länger über die Waldbrände berichtet haben, auch als Corona schon international beispielsweise oder überregional bei Medienhäusern mehr durchexerziert wurde und das alte Thema fallen gelassen wurde. Und ich glaube aber, diese Menschen hätten dann die Chance, das eben zu Pendect draufzubringen und halt durch diese Demokratisierung so, weil halt alle mitmachen können, auch diese Informationen wieder mitzuteilen. Mhm. Genau.
Das ist halt die Grundidee. Du hast jetzt ein Beispiel dafür genannt, für welche Bedeutung Informationen für auch für eine demokratische Gesellschaft haben kann. Aber da ist ja noch viel mehr, was dort im Hintergrund steht. Total. Ja, also ich glaube, Informationen, also A, formen wir unsere Meinung auf Basis von Informationen, aber auch unsere Persönlichkeit und Charakter. Und also es sind immer Informationen und Erfahrungen irgendwo. Und so gute Frage. Also ich glaube, Informationen, ganz persönlich glaube ich, Informationen und Informationsflüsse sind halt dieser absolute Grundbaustein, wie unsere Gesellschaft überhaupt funktioniert. Und alles von Erziehung über wie forme ich meinen Charakter, was möchte ich im Leben tun, wovon lasse ich mich beeinflussen, wofür interessiere ich mich, alles basiert halt irgendwo auf Information und Informationsaustausch. Und dadurch haben wir durch die technologischen Möglichkeiten, aber früher durch Zeitung, durch Bücher überhaupt, gab es halt immer mehr und bessere Möglichkeiten. Und mittlerweile sind wir halt an einem Punkt, wo halt alle sich auch international irgendwie austauschen können. Und klar, im direkten Kontakt sage ich, was ich möchte, sage meine eigene Meinung. Aber gerade wenn man eine Person auch potenziert tausend oder teilweise Millionen von Menschen erreichen kann, dann wird es halt spannend. Und dann verschafft es halt Menschen eine Stimme und das ist demokratisch wichtig, aber gleichzeitig auch auch für Menschen irgendwie aus Gruppen, die diskriminiert werden, die aber auch sagen, oder anderen Gruppen, die halt sich sonst in ihrer Region nicht genug Menschen haben, die die gleichen Interessen haben oder diese gleiche Lebensgeschichte, die sich auf einmal austauschen können. Und das passiert einerseits im Geheimen, in Chats oder in Foren dann halb öffentlich oder öffentlich. Und dann aber auch, muss ich das jetzt irgendwie in diese Medien reintragen. Und da gibt es zwar Special Interest Magazines oder Blogs, aber auch viel Instagram. Und ich glaube, einfach diese Entwicklung und Verwirklichung der eigenen Person, Persönlichkeit und generell von den Menschen, da liegen halt Informationen zugrunde. Und genauso sind es aber auch sicherheitstechnische Themen, irgendwie Risikobewertungen, Unternehmen, die sagen, okay, ist das ein Markt für mich, ist das kein Markt für mich? Da sind Informationsflüsse auch wichtig. Ich glaube, alles, was wir machen, hat irgendwo mit Informationen zu tun. Benötigen wir dann eine neue Definition von der Medienberichterstattung? Wenn du jetzt sagst, ja, es ist die Grenzen zwischen klassischen Medien, Print, die sich jetzt auch online finden und eigentlich, dass auch vielleicht jeder als zum Reporter vor Ort werden kann durch YouTube, durch Twitter, Facebook etc., der ja auch Informationen wieder generieren kann, die vielleicht dann auch wieder die Basis von bestimmten Meldungen sind. Müssen wir das zukünftig vielleicht klarer trennen, um eben bei diesen Fakten zu bleiben? Oder ist das eine Thematik, wo wir sagen müssen, eher wir müssen das stärker einbinden, aber eben mit den klaren und eindeutigen Review-Prozessen und nicht einfach Sachverhalte und Informationen 1:1 übernehmen? Also ich generell würde ich mir wünschen, wenn Menschen grundlegend sachlicher kommunizieren würden. Und ich glaube, es geht aber dazu, dass Menschen, dass wenn wir auch in einem Gespräch irgendwelche Fakten aufrufen oder Statistiken, die wir mal gelesen haben, dass sie die halt auch falsch wiedergeben. Und ich glaube, es wird dann wichtig, in einer gewissen Eigenverantwortung der Individuen, die halt diese Inhalte produzieren und dann veröffentlichen, dass sobald ich halt über einen im speziellen digitales Medium mehr Menschen erreiche als nur mich selbst oder nur meine Familie oder meine Freunde, dass ich dann auch diese Eigenverantwortung mitbringe, zu sagen, okay, ich mache das sauber und ich arbeite faktenbasiert und da muss es aber auch wieder vorgelebt werden, glaube ich. Also ich glaube, Medienhäuser und Medienplattformen haben eine ganz, ganz große Vorbildfunktion, wie halt Sachen sauber gemacht werden sollten und wie halt sauber genau kommuniziert werden sollte. Und wenn sie dadurch Vertrauen aufbauen, werden halt auch andere Menschen auf YouTube, auf Instagram nachziehen und wie Rezo das gemacht hat, teilweise besser als halt Medienhäuser, dass er eben als sehr, sehr viele Quellen auch direkt verlinkt hat, dass er die Statistiken eingeblendet hat, dass das sich dann auch wieder niederschlägt in diese Medienformen, die halt demokratisiert sind. Und die Frage, ob ich jetzt einen
einen Instagram beispielsweise, ob ich da auch Peer-Review-Verfahren irgendwie ansetzen würde, das würde ich nicht machen. Einfach, weil ich glaube, es ist die Gefahr, in einem Social Media zu sagen, okay, das wird dann missbraucht, so gerade auf dem Instagram oder auf dem Facebook, das halt sehr, sehr undurchsichtig und intransparent ist und viele Leute auch einfach nur ihre Meinung beigeben wollen. Da würde ich halt nicht anfangen, die einzelnen Posts zu kontrollieren, nach einer Meldung irgendwie gegen illegale, rassistische, diskriminierende Inhalte, ja, aber nicht präventiv. Und wenn aber ein Medienhaus, eine Plattform irgendwie, wie Pendect in dem Fall, den Anspruch hat zu sagen, okay, wir möchten irgendwo uns spezifisch mit Nachrichtenthemen auseinandersetzen, dann möglichst transparent und dann gerne ein Review-Verfahren, wofür wir uns eben auch entschieden haben, um einfach zu zeigen, hier kann Vertrauen geschenkt werden, weil die Inhalte eben nicht nur von einer Person direkt veröffentlicht werden, sondern eben auch kontrolliert. Ich glaube, es muss beides geben. Ja, absolut. Also da würde ich dir auch total zustimmen, weil letztendlich zumindestens auf, ich will jetzt nicht sagen, nicht kontrollierten Community-Plattformen, letztendlich haben die sich eine andere Zielstellung gegeben als vielleicht Pendect, also in YouTube, in Twitter, ja, in Facebook. Aber genau, letztendlich gehört das ja auch zu einer Demokratie, dass Meinungen, solange sie, ich sag mal, nicht gegen Gesetze verstoßen, das, was du gerade sagtest, gegen Rassismus und anderen Formen von strafrechtlicher Meinungsäußerung, in Anführungsstrichen, dass das ja eine Demokratie ja letztendlich auch aushalten muss und vielleicht auch zu einem anderen Diskurs führt, der eben nicht nur die eigene Blase bedient, sondern der vielleicht auch Auswirkung auf die Thematik Sicherheit hat. Also ich bin jetzt im Sicherheitsbereich jetzt nicht unbedingt jemand, der Fake News kritisch gegenübersteht. Klar, inhaltlich, sachlich, faktisch, kritisch, ja. Aber sie spiegeln ja letztendlich doch auch wieder eine Teilmeinung einer Subkultur oder einer Bevölkerungsgruppe wieder. Und wenn ich diese dann ignoriere, dann habe ich, glaube ich, auf der einen Seite ein Problem mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wie gesagt, solange die sich in den rechtlichen Grenzen bewegen, die erlaubt sind. Aber auf der anderen Seite ignoriere ich dann möglicherweise ja auch eine Gefahr. Und da gibt es ja auch unzählige Beispiele, die wir da in den vergangenen Wochen, kann man ja schon fast sagen, sei es der Attentäter von Hanau, von Halle, die wir erlebt haben, wenn ich die komplett ausblende und ignoriere. Genau. Und ich glaube, es ist halt irgendwo gerade, also wenn man beruflich auch, also auf jeden Fall, wenn man beruflich mit sowas zu tun hat, dass man es halt auf gar keinen Fall wegignoriert. Und das ist halt irgendwo, ich glaube, man muss es halt nicht multiplizieren, die Reichweite, nicht zwingend. Aber generell ist es halt wichtig, dass man sich dann auf dieser Metaebene anguckt, warum schreiben diese Personen, was sie schreiben, was ist da die Kernmotivation hinter, was ist das Thema, das sich durchzieht. Und in vielen Sachen sind es dann politische Sachen, in anderen Themengebieten, also wenn man sich anguckt, wird jetzt gerade im letzten halben Jahr auch mit dem Attentat auf Neuseeland stark diskutiert, diese Incel-Bewegung, aber auch QAnon, wo es halt darum geht, was ist die zugrunde liegende Motivation, dass es eben zum Teil, dass sie sich sozial abgehängt, ausgegrenzt fühlen, dass sie halt einfach irgendwo auch einen Anschluss verloren haben. Und da muss man halt drauf gucken, da muss man halt vielleicht nicht auf die Inhalte aufspringen, die Einzelnen, die dann vielleicht krude sind, die auch teilweise radikal sind, die irgendwie verachtend sind, sondern muss dann gucken, okay, was läuft einfach gesellschaftspolitisch irgendwie bei uns schief? Ist es eine Bildungsfrage, ist es eine Sozialfrage, sind verschiedene Themen da draus? Und gleichzeitig aber, um das zu verstehen, muss man es halt auch irgendwo konsumieren. Und genau deshalb, mitlesen tue ich auch so, ich multipliziere halt solche Reichweiten nicht. Aber ich finde es irgendwo auch, gerade weil ich eben im Medienbereich aktiv bin, wichtig, zu einem gewissen Grad auf jeden Fall auch irgendwo zu verstehen, was passiert denn jetzt gerade. Ja, das ist, das du sagst da was ganz Wichtiges und ich freue mich darauf, weil ich mich letztendlich in den letzten Wochen auch tierisch aufgeregt habe, dass wir in unterschiedlichsten Ereignissen wirklich nur so an dieser Oberfläche
kratzen. Also genau. Dieses Thema Stuttgart beispielsweise, das war ja für mich ein absoluter Aufreger gewesen, mit dem Polizeipräsidenten, der gesagt hat, ja, wir gucken uns jetzt mal an, wir ermitteln den Migrationshintergrund. Das ist ja so ein bisschen auch, was du auch transferieren kannst auf andere radikale Bewegungen, wo du sagst, ich schaue mir einfach jetzt nur mal an, wo kommen die Leute her und zu welcher Gruppierung gehören die. Aber eigentlich ist ja das Wichtige, wo du wirklich dann präventiv ansetzen kannst, weil du kannst diese Bewegung kannst du nicht verbieten, selbst wenn sie offiziell verboten ist. Wir haben das bei der NPD oder bei anderen rechten Organisationen gesehen. Das Gedankengut wird ja weitergetragen. Aber das, was dort hintersteht, warum ich mich so entsprechend verhalte, warum ich vielleicht auch Gewalt gegen Polizisten ausübe oder eben genau auch diese Gedanken habe, dass es irgendwo in irgendeiner Pizzeria kleine Kinder im Keller gefoltert werden, weil man denen irgendwie ein Hormon abzapfen will, was für langes Leben. Genau. Das ist einfach... Das sind ja diese Ansätze, wo ich sagen kann, ich bekämpfe eben nicht die Symptome, sondern ich gucke wirklich, was sind denn eigentlich das, was dort hinterliegt. Genau. Und das sind halt wenn dann gesagt wird, irgendwie, okay, wir wollen jetzt strukturell auf die Hintergründe gucken, das wieso, dann passiert halt in vielen Fällen immer noch, dass Menschen halt sagen, okay, den Stammbaum, aber auch Geschlecht, sexuelle Orientierung irgendwie sind die ausschlaggebenden Faktoren dafür, die sie sich dann angucken wollen. Aber das sind halt, das ist niemals das Wieso, sondern es sind dann, wenn, dann sind gesellschaftliche, persönliche Hintergründe irgendwie, wie sind die Menschen aufgewachsen, wie ist die soziale Umgebung, das sollte man sich halt angucken und nicht dann irgendwo diskriminierend gegen einzelne Subgruppen schießen. So, man sollte sich dann einfach breitflächig angucken, okay, was sind diese gemeinsamen Faktoren, die wir alle haben, wo liegen da vielleicht Unterschiede in der Mentalität, in der Bildung, im Sozialen, wie gesagt. Genau. Und da gab es ja gegen Stuttgart, in Stuttgart gab es ja auch irgendwie also große Diskussionen, weil zwischen das Wort Stammbaumrecherche gefallen ist. Die Stuttgarter Polizei hat es dann gesagt, haben sie nicht gemacht und haben dann aber nochmal einen Tweet abgesetzt, wo sie halt gesagt haben, das machen wir auch bei Deutschen, aber Deutschen dann in Anführungszeichen gesetzt. Das habe ich gelesen und war ich so, okay, warum setzt ihr das Deutschen jetzt in Anführungszeichen? Und dann da zu dem Zeitpunkt ist auch schon eine kleine Debatte auf Twitter entbrannt gewesen. Und dann habe ich einfach über die Transparenzplattform Frag den Staat, habe dann eine Anfrage geschickt über das Transparenzgesetz, das da im Land Baden-Württemberg gilt, und nachgefragt, hey, wie ist das denn gemeint, was ist die Implikation dahinter? Und da haben wir dann drauf geantwortet, eben über diesen formellen Prozess, dass wir eben gesagt haben, dass es unsere Intention war zu sagen, durch die Anführungszeichen, dass eben alle mit gemeint sind, aber das ist eben anders aufgefallen. Und genau, das ist halt Kommunikation. Da geht es auch wieder um einzelne Worte teilweise, was gemacht wird in dem Fall. Und es ist halt schwierig, gerade wenn man dann irgendwas auch als öffentliche Institution postet irgendwie. Es ist ein super komplexes Thema. Genau, ich bin sehr für diese Demokratisierung und ich glaube halt, also als persönliche Überzeugung, dass alle Menschen gleich sind, alle Lebewesen gleich sind und wir halt nicht über irgendwelche Faktoren rangehen sollten, die wir uns halt nicht aussuchen, sondern überwiegend auf gesellschaftliche Faktoren gucken sollten. Und das macht dann halt auch, glaube ich, große Fortschritte und großen Sinn, weil man dann eben wirklich dieses Wieso überhaupt aufdecken kann und ändern kann langfristig. Vor allem, weil es ja unter den Kriminologen, da sind wir ja eigentlich wieder bei der Wissenschaft und den Fakten, eigentlich einen rechten Konsens gab, zu sagen, unabhängig von denen, wer dort vor Ort war, und mal davon abgesehen, das war ja auch so ein Witz, der durch die Heute schon durch Extra 3 durchgegangen ist. Die Rechten und Linken sind enttäuscht, genauso wie die Polizei, 12 Ausländer in Anführungsstrichen, 12 Deutsche. Eigentlich auch von der Faktenlage dort eigentlich nichts, was man irgendwo jemandem zuschieben könnte. Selbst wenn ich das auf so einer primitiven Ebene machen will. Aber da ist ja auch dann wieder die Wissenschaft gekommen und hat gesagt, naja, in der Kriminologie, wir haben eher die These, dass das die Corona-Maßnahmen sind, dass das Beschränkungen sind, dass das Aggressionen sind, die sich dort aufgestaut haben. Und ich glaube, nicht nur in diesem Kontext auch gesagt, nicht nur
die Medien müssen da vielleicht auch anfangen, stärker wissenschaftlicher mit Quellen zu arbeiten, sondern auch letztendlich die Institutionen, die sich ja genauso in einer neuen Welt, in neuen Medien bewegen, wo man vielleicht auch hinterfragen kann, naja, ist dort auch die entsprechende Kompetenz überhaupt vorhanden oder hat die sich schon ausgeprägt, ohne jetzt da irgendjemand Vorwürfe zu machen, aber das ist ja auch so eine Diskussion oder Thematik, die du ja auch sagst, da habe ich eine andere Kommunikation als vielleicht in der klassischen Öffentlichkeitsarbeit, wo ich ein Pressestatement gebe, wo es auch vielleicht Konsens ist, dass man im Nachhinein nochmal jemanden anrufen kann und sagen kann, das Wort habe ich anders gemeint. Wir verändern das mal. Im Internet gesagt, gesagt und durch Screenshots auch relativ schnell transportiert. Genau, und ich meine, die Berliner Polizei vielleicht auch als gutes Beispiel, wie sowas laufen kann, die machen ein, zwei, vielleicht auch dreimal im Jahr machen sie halt 24 Stunden, wo sie halt jeden Einsatz, der passiert, kurz auf Twitter beschreiben, zeitversetzt, mehrere Stunden später, also wenn dieser Einsatz quasi vorbei ist, aber schreiben dann halt, okay, Autounfall da und da, Feuerwehr da und dahin geschickt, irgendjemandem wurde eine Handtasche geklaut, eine Streife ist unterwegs und schreiben das halt ganz lustig, ermöglichen dadurch einfach mal, mir war vorher nicht bewusst, wie viel eigentlich in Berlin passiert, gerade was Polizeieinsätze angeht, und verfolgt das immer sehr, sehr gerne mit, weil es halt lustig, humoristisch beschrieben ist, aber eben in dem Fall immer selbstbezogen. Also es geht darum, die Polizei, sie wissen, was ist grob passiert, niemand kann identifiziert werden, das passiert ein paar Stunden später, wird dann humoristisch geschrieben, jemand ist vom Geländer gefallen, hat sich verletzt, Polizei fährt dann irgendwelche Sachen. Und das nehmen sie halt in dem Fall an, ansonsten werden da Pressemitteilungen gepostet. Und genau, die Frage ist halt, ist Twitter auch für jede Institution irgendwo wichtig? Klar, die Informationsflüsse sind unglaublich schnell geworden, aber das Bundesverfassungsgericht hat sich ja größtenteils von Twitter zurückgezogen, hat ganz klar im Account stehen, dass sie halt keine Kommentare beantworten, keine Fragen und dass sie sich dem Medium versperren. Gerade bei so Institutionen wie dem Bundesverfassungsgericht, wo halt wirklich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt werden kann, wahrscheinlich auch sollte, ist es vielleicht eine richtige Entscheidung, das zu machen. Wobei ich generell natürlich befürworte, okay, Kommunikation sollte und muss irgendwo moderner werden. Aber vielleicht ist es nicht immer das zwingend Beste, dass man halt in so einen schnellen Nachrichten-Cycle reingeht, ne? Mhm. Genau. Ich würde nochmal bei den sozialen Medien gerne mit dir bleiben. Ja. Und ich komme ja jetzt auch mit Fakten um die Ecke. Jeden Tag 600 Millionen Tweets, das sind rund 6000 Tweets pro Sekunde. Bei bestimmten Ereignissen potenziert sich das ins Unermessliche. Also mal so ein Beispiel, FIFA-Weltmeisterschaft, die letzte, jede Minute knapp 620.000 Tweets versendet. Du hast jetzt aber auch selber gesagt, da entstehen ja auch eigentlich gute Informationen, die man verarbeiten müsste, die man nutzen kann. Wie finden wir eigentlich oder können wir eigentlich vorneweg, bevor wir die Nadel im Heuhaufen suchen, aber können wir überhaupt diese Informationsmasse bearbeiten, verarbeiten, verstehen? Ich glaube, die meisten Informationen versinken, erreichen teilweise keine Leute, teilweise ein paar Leute. Und versinken dann in der Irrelevanz. Ich finde, das ist eigentlich was ganz, ganz Schönes, weil sie sonst immer weiter aufbauen würde. Und ich finde es total okay, dass manche Informationen einfach verschwinden. Dadurch, dass sie aber öffentlich zugänglich sind, gibt es halt die Möglichkeit, wenn etwas gewisse Relevanz erreicht, dann gibt es halt eine Nachvollziehbarkeit. So 600.000 Tweets zu den FIFA-Weltmeisterschaften pro Minute, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, genau. Dann sieht man halt, es ist populär, es ist wichtig, irgendwie die Menschen tauschen sich auf und die interagieren ja auch. Das macht halt Twitter, da können die Menschen wirklich dann hin und her tweeten und darüber diskutieren, posten Bilder, Videos, Memes. Super, super interessantes Medium. Im politischen Ding, gestern Nacht, die Wahlen in Belarus, aus Minsk kamen erste Videos und Bilder. Okay, da brechen gerade richtig Proteste aus und dann haben sie das Internet komplett abgeschalten und es ist halt, jetzt ist es sehr, sehr schade
Und ich habe große Bedenken, dass halt dadurch, dass kein Internet da ist, dass halt gerade niemand so richtig weiß, was passiert gerade in diesem Land. Dass halt dicht gemacht wurde, also kompletter Flugverkehr eingestellt niemand weiß so richtig, was passiert. Frage ist dann, wie finden wir die richtigen Informationen, die es jetzt trotzdem rausschaffen aus dem Land jetzt gerade, ne? Ja, genau. Das wäre jetzt auch meine Frage. Wie finde ich dann die Nadel im Heuhaufen in dieser Informationsflut? Also die Information, die mir ja nicht nur für eine Bewertung oder für eine journalistische, sicherheitspolitische, geopolitische Bewertung dann notwendig ist. Ja, das ist eine gute Frage. Also per se Informationen, die im Internet gepostet werden, sind in den seltensten Fällen strukturiert. So, das macht es auf einer technischen Ebene sehr, sehr schwierig, die Informationen so auszulesen. Gerade journalistische Artikel folgen ja keinem bestimmten Datenaustauschformat, wie es ein RSS-Reader beispielsweise hat, also werden danach oft in den RSS-Feed gepackt. Wenn Leute tweeten, folgen sie halt manchmal der Konvention auf Twitter, dass halt Hashtags dafür verwendet werden. Twitter selber benutzt auch eine Volltextsuche, dass halt nach Schlagworten gesucht werden kann. Aber wenn halt eine große Menge an Tweets durchläuft in einer kurzen Zeit, dann ist es halt wieder schwierig, die zu finden. Und da muss halt mit Kombinationsworten, glaube ich, in der Suche gearbeitet werden. Wenn es aber eine neue Situation ist, die sich gerade einstellt, irgendwie neue politische Situation, die nicht vorhersehbar war in dieser Art und Weise, dann ist es halt auch schwierig, da muss man erstmal selber determinieren, was sind jetzt diese Kombinationsworte, nach denen ich suche, nach welchen Schlagworten möchte ich suchen. Und da muss man dann selber sitzen und sich, glaube ich, so nacheinander einfach so durchwühlen. Und in vielen Fällen, glaube ich, aber auch eine sehr, sehr große Menge an sehr irrelevanten Inhalten angucken, um dann die paar zu finden, die halt relevant sind. Und gerade dadurch, dass halt Social Media so unglaublich demokratisiert ist, dass jeder, sofern Internet da ist, dass jede Person einfach irgendwas online posten kann und beitragen kann und viele Leute halt lokal betroffen sind, also in Beirut bei der Explosion, kamen die Videos auf Twitter. Und aber auch von Leuten, die halt keinen journalistischen Hintergrund hatten, sondern einfach von Leuten, die es zufällig gefilmt haben, fotografiert haben und dann online gepostet haben. Und dann braucht es natürlich auch eine gewisse Zeit, ein paar Minuten bis zu mehreren Stunden, bis es halt in den Algorithmen von Twitter drin ist, dass es halt weltweit überhaupt auftaucht. Also es ist, ich glaube, diese Nadel im Heuhaufen ist eine ganz, ganz große Frage. Aber wenn du halt das, was du bei Social Media hast, nämlich dass jede Person posten kann, wenn du das eben zugänglich machst, auch für Nachrichten, dann im Optimalfall hast du dann eben auch viel mehr und diversere Nachrichten. Absolut, absolut. Aber du sagst ja jetzt auch gerade einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, dass ich letztendlich auch selbst motiviert sein muss. Also dass ich diesen Aufwand betreiben möchte. Genau. Überhaupt möchte, Informationen zu bekommen. Und dann reden wir ja nicht nur über einen Kanal. Also mir ist das beispielsweise sehr extrem bei den Black Lives Matter Bewegungen in den USA aufgefallen, dass das vielleicht auf die Videos, wo du, da komme ich wieder aus meiner Perspektive, wo ich sage, ein Bild lässt mich immer noch mal ein bisschen besser eine Lage bewerten als ein geschriebener Text, weil dann kann ich, ja, den Text hat jemand anders vielleicht möglicherweise für mich bewertet, das, was er gesehen hat, aber bei Videobildern kann ich mir auch noch meine eigene Bewertung durchführen. Die habe ich dann plötzlich auf TikTok gefunden, wo wir auch wieder einen Algorithmus haben, der wahrscheinlich genauso undurchsichtig ist wie der YouTube-Algorithmus. Heißt, ich muss auch wirklich eigenverantwortlich, wenn ich sage, Informationen sind mir wichtig für meine Arbeit, für eine Demokratisierung, für Rede- und Pressefreiheit. Das heißt, ich muss da auch wirklich, das bedeutet auch, Demokratie bedeutet Aufwand. So könnte man es ja auch zusammenfassen. Genau, und irgendwo eine Verantwortung. Also ich glaube, das demokratische System oder unsere demokratischen Systeme sind in der Verantwortung, dass halt die Kompetenz an die Menschen weitergegeben wird und denen diese Kompetenz beigebracht wird, dass sie halt diese Verantwortung, diese Eigenverantwortung in der Demokratie, also A, ich glaube, es ist sehr wichtig, unglaublich wichtig, aber ich glaube, das Erste an Verantwortung ist halt,
geh wählen, so in der Demokratie. Und dann aber auch informiere dich, was für was du wählen möchtest. Und dann geht es eben weiter in Informationen auf TikTok beurteilen können, auf TikTok finden können, irgendwie diese Eigenverantwortung zu haben, dass man auch danach sucht teilweise, dass man sich halt mit Themen beschäftigt. Man kann sich niemals mit allem beschäftigen, aber irgendwo auch Schwerpunkte setzt. Und da geht es dann halt, ich glaube, das ist ein großes Kompetenz- und Bildungsthema. Und eine jede Demokratie muss halt, glaube ich, meiner Meinung nach viel in Bildung investieren, um die Menschen halt mündig genug zu bekommen. Und das Gegenläufige wäre halt technokratisch zu sagen, okay, wir lassen einige wenige wählen, so, die halt eine Vorqualifikation haben, aber das ist auch wieder ausgrenzend, diskriminierend. So, wer erstellt denn die Vorqualifikation dafür? Und im Internet, alle können eh partizipieren, die Technologie ist weit verbreitet, deshalb, ich glaube, das einzig Logische ist halt zu sagen, okay, die Medien leben diese Kompetenz vor, so, und gehen mit gutem Beispiel voran, und B, wir bilden einander weiter und das staatliche System bildet uns durch Schulbildung, Universitätsbildung, aber auch dann Fortbildung, Zugang zu Fortbildung, immer weiter, dass die Menschen halt haben, die Möglichkeit haben, immer mündiger zu werden. Meinst du, ich stocke gerade, weil ich will jetzt natürlich nicht zu kritisch klingen, aber gerne. Meinst du, unser Bildungssystem bereitet uns wirklich auf diese Anforderungen vor? Und ich will jetzt mal nur bei diesem Medienthema bleiben. Jetzt bin ich auch ein paar Jahre, schon über ein Jahrzehnt aus der Schule raus, aus der allgemeinen Schule raus. Und muss ehrlich sagen, auch, ich sag mal, auch innerhalb dieses Schulsystems, auch im Studium, Hochschulstudium, weder im Bachelor, im Master, war dieses Thema Medienkompetenz, die, ich glaube, nicht nur selektiert bei Medienmachern ganz allgemein gesagt vorhanden sein sollte, zumindest aber eine gewisse Grundkompetenz auch in der allgemeinen Bevölkerung vorhanden sein sollte, war kein wirkliches Thema gewesen. Und wir haben heute ja eigentlich gelernt oder besprochen, wie wichtig Medien- und Informationsmanagement eigentlich ist. Müssen wir da vielleicht auch noch ein bisschen stärker nachsteuern? Ja, also ich glaube, da muss auf jeden Fall nachgesteuert werden. Bei mir ist die Schulzeit auch ein bisschen her, nicht so lange wie bei dir, aber ich war, bevor ich Abi gemacht habe, war ich ein Jahr lang stellvertretender Landesschülersprecher für die Gymnasien in Schleswig-Holstein, und da haben wir uns also auch schon mit dem Thema beschäftigt. Und es ist halt unglaublich wichtig, dass da mehr Kompetenz beigebracht wird. Aber das beginnt bei Schulen und Universitäten, weil da das natürliche Lernumfeld ist. Aber gleichzeitig entwickelt sich die Technologie so unglaublich schnell, dass halt Menschen, die schon lange aus Schule und Universität raus sind oder Ausbildung, dass die halt trotzdem noch Neues dazulernen müssen. Und die Ressourcen dafür sind quasi nicht existent. Und dann ist die Frage, wie kann halt irgendwas da neu beigebracht werden? Und das ist, glaube ich, eine große offene, wie kann Medienkompetenz für alle Menschen beigebracht werden? In den Schulen wird hoffentlich jetzt mehr. Also es gibt ja dieses, ich habe vergessen, wie es heißt, das Förderpaket vom Bund für die Schulen, wo sie halt das Kooperationsverbot aufgehoben haben, um es zu unterstützen, aber aus dem Pool wird halt sehr wenig Geld auch abgerufen, weil es halt nur für bestimmte Dinge zugelassen ist. Also da gibt es natürlich auch bürokratische Probleme, dann die Lehrkräfte, die teilweise selber mitlernen müssen, das auch nicht schaffen oder einfach nicht gemacht haben, einfach keine Zeit, keine Ressourcen wieder dafür haben, um dieses Wissen selber zu erlangen, diese Kompetenz. Und dann eben der ganze Rest der Bevölkerung, die halt alle 2 Jahre ein neues Handy in die Hand gedrückt bekommen oder sich kaufen. Und also normalerweise kaufen wir uns die selber, aber die alle paar Jahre ein neues Handy haben, neue Technologien, neue Software, die sich ja nochmal deutlich schneller entwickelt als Hardware. Und da müssen wir halt auch eine Kompetenz erlangen. Und das ist, glaube ich, fast das größere Problem, weil dann Eltern es ja auch immer wieder an ihre Kinder weitergeben mit der Kompetenz. Jetzt bist du jemand, der sich tagtäglich mit Medien beschäftigt, der weiß, wie das funktioniert, wie ich an die Informationen bekomme.
ich beschäftige mich so 30 Stunden mit dieser Thematik, auch wieder sehr in diesem Nischenbereich wieder drin. Jetzt haben wir aber bestimmt ganz viele Zuhörer, die eher Konsumenten sind als Sucher. Wenn jetzt jemand sagen würde, okay, ich würde mich auch gerne persönlich mehr damit beschäftigen, die Nadel im Heuhaufen suchen, die Wahrheit, die Fakten, die vielleicht möglicherweise dort hinterstehen, welche Tipps, Tricks, Programme, Systeme möglicherweise würdest du jemandem empfehlen, der sich jetzt zum ersten Mal auf diese Suche, auf diese Auswertung, auf diese Beobachtung macht? Ja, ich glaube, also ganz grundlegend ist die Frage, möchte ich so nischige Social-Media-Inhalte finden oder möchte ich beispielsweise einfach diversere Nachrichtenquellen lesen? Nachrichtenquellen, RSS-Reader sind super, dass man halt sagt, okay, ich gucke mir jetzt eine Liste an Nachrichten, Institutionen an, denen ich vertraue. Aber wenn ich nicht weiß, wem soll ich vertrauen? Wikipedia hat da beispielsweise ganz, ganz tolle Listen an vertrauenswürdigen Nachrichtenquellen, die man sich angucken kann und dann sagen kann, okay, alle diese Nachrichtenseiten besitzen einen eigenen RSS-Feed. Da könnte man reingehen, dann ist man so allgemein abgedeckt und diese Nadel, wenn man die suchen möchte, für viele Menschen ist, glaube ich, die akuteste Nadel, was passiert mit mir selbst, wurde mein Name im Internet erwähnt und da sind beispielsweise die Google Alerts, die sind kostenfrei zur Verfügung gestellt, da kann man zum Beispiel den eigenen Namen mal reinpacken oder die Firma, bei der man arbeitet oder Stichworte, für die man sich interessiert und dann schickt der Google automatisiert E-Mails zu, eben wenn Dinge zu dem Thema passieren, kann auch sagen, ich möchte nur zusammengefasste E-Mail einmal am Tag, einmal die Woche haben und kriege dadurch die Informationen. Und das andere ist, glaube ich, überwiegend manuelle Recherche. Was am einfachsten und am schnellsten ist, ist einfach bei Google mal auf Seite 2 oder Seite 3 zu gehen. Da tauchen viele Sachen auf. Und ansonsten ist es, glaube ich, wie so bei Hänsel und Gretel einfach diesen Brotkrumen zu folgen. Wenn ich also in Social Media einsteige und ich sehe, okay, Beirut ist gerade was passiert auf Twitter, dann klicke ich da drauf und dann klicke ich mich vielleicht durch verschiedene Accounts durch verschiedene Schlagworte durch und kann dem einfach so ein bisschen folgen. Und dann einfach, ich glaube, wenn man das Grundinteresse hat, dass man sowas folgen möchte, dann einfach keine Angst haben. So, man findet immer wieder neue Inhalte. Und manche sind dann wirklich, wirklich großartige Goldstücke, die man dann auch wirklich sehen kann. Genau. Und was Software angeht, also ich glaube, so einen generellen Überblick automatisiert über RSS-Feeds, Google News, Pandect, bei uns dann, da wird es halt praktisch zusammengefasst und von Menschen auf der ganzen Welt zusammengetragen. Also von Nachrichten aus dem Aserbaidschan, die gerade mit Armenien Spannung haben, weil sie eben Angst haben, dass sich die Türkei da einmischt. Bis Afrika, Südamerika, aber eben auch USA und Europa ist da alles dabei. Genau. Und wenn man selber suchen möchte, ich glaube einfach so anfangen und Links folgen. Also raus aus diesem, ich gehe auf die klassische Seite, weil ich die Seite kenne, sondern dann eben nach Stichworten suchen in Social Media bei Google und dann auch mal auf Seite 2 und 3 gehen und gucken, wer hat es geschrieben, wo kommen die Informationen her. Und wenn man eine neue Information findet, ich google sie immer nochmal gegen, ob es halt andere Quellen gibt, die auch darüber berichten, um dann zu gucken, okay, wie kann ich das einschätzen? Und wenn ich es halt nicht weiß, dann frage ich eine andere Person, die mehr Ahnung hat vom Thema als ich. Vielleicht die letzte Frage, weil ich glaube, die ist auch unglaublich wichtig und bündelt nochmal so ein bisschen unser ganzes Gespräch ab. Wie biege ich nicht falsch ab? Du hast gerade gesagt, Beirut ist ein gutes Beispiel. Ich glaube auch deshalb, weil ja relativ schnell dann irgendwelche Videos die einen haben über Drohnen gesprochen, die dann plötzlich über dieses Lager geflogen sind. Andere hatten irgendwo Kampfjets gesehen oder Hubschrauber, glaube ich, war es eher gewesen. Wie biege ich an dieser Stelle, wenn ich den Brotkrumm folge, nicht falsch ab, um praktisch dann den falschen Brotkrumm zu folgen? Du wirst auf jeden Fall falsch abbiegen. Die Frage ist, was machst du halt mit dieser Information? Und wenn halt, okay, Leute berichten darüber, sie sehen Drohnen, sie sehen Flugzeuge, die Information ist ja erstmal da, ich kann sie konsumieren, aber ich kann halt nicht abschließend sagen, ist das jetzt sinnvoll, ist das richtig,
Ist das falsch? Ist das, woher kommt das? Gerade bei Augenzeugenberichten und Augenzeuginnenberichten ist es halt immer ein heikles Thema, gerade wenn eben so ein wirklich lebensveränderndes Ereignis gerade in deren unmittelbarer Umgebung passiert ist. Und solche Ereignisse werden auch immer politisch direkt natürlich aufgeladen. Und im Zweifelsfall lese ich diese Informationen dann, aber ich bin ja nicht im Zug, nicht im Zwang, diese Informationen weiterzugeben, wenn ich mir auch nicht sicher bin. Und entweder könnte ich dann, und dann tauchen wir in eine klassische, wirklich journalistische Arbeit rein, dass man eben immer weiter tiefer verifizieren möchte, sind diese Informationen korrekt, und fängt dann an, sich die Metadaten von den Bildern anzugucken, verschafft sich im Optimalfall einen sehr, sehr großen Überblick über alle Videos und Fotos, die gerade gepostet wurden, aus verschiedenen Blickwinkeln, versucht zu verifizieren, ist das eine, was ich jetzt da sehe, ist es auch dem anderen? Nein, in den anderen beiden Videos ist das nicht zu sehen, also wahrscheinlich irgendwie reingefotoshoppt, reineditiert. Das muss man sich dann angucken. Dafür gibt es unglaublich gute Expertinnen und Experten. Ich glaube, am erwähnenswertesten aus meiner Perspektive sind nicht Bellingcat. Die sitzen in England und die recherchieren halt, und die haben damals bei dem MH-Flugzeug, das über der Ukraine abgeschossen wurde, die haben halt auf Basis von öffentlich zugänglichen Videos, aber auch Satellitendaten, Satellitenbildern, haben die halt nachrecherchiert, okay, das Flugzeug wurde abgeschossen und was ist da passiert, und haben dann über öffentlich zugängliche Daten auch die Hintermänner aus Russland quasi ausfindig gemacht. Und die arbeiten eben, verlinken alle Quellen, verlinken alle Daten, zeigen das auf und machen damit, nehmen diese Hintergrundarbeit ab und sind eben darauf spezialisiert. Die haben auch ganz, ganz tolle Ressourcen auf ihrer Website, wo sie erklären, wie man das selber machen kann. Genau. Und haben auch in Syrien, haben sie über Satellitenbilder, haben sie mehrere Trainingslocations vom IS, haben sie rausgefunden und solche Sachen, weil sie einfach Videos, die von denen offiziell gepostet wurden, gesehen haben, haben im Hintergrund gesehen, okay, da sind bestimmte Landschaftsmerkmale, und haben die dann über Satellitendaten, haben sie dann cross-verifiziert, um dann einzugrenzen, in welchen Gegenden das ist, bis sie es dann gefunden haben. Und die arbeiten eben sehr professionell mit öffentlich zugänglichen Daten. Also das ist eine ganz, ganz spannende Arbeit. Das kostet dann viel Zeit, das ist relativ komplex. Und deren Recherchearbeit dauert dann eben auch teilweise Wochen und Monate, bis sie halt an die Öffentlichkeit gehen, weil sie eben sagen, wir wollen uns sicher sein in dem, was wir da recherchiert haben. Also ein gesundes Misstrauen, eine große Portion Neugier und das Wichtigste, glaube ich, die richtige demokratische Einstellung. Christoph, vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr spannende Gespräch. Ich hoffe, das hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir persönlich und hoffentlich auch unseren Zuhörern. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Inhalte, für die wirklich spannenden Einblicke auch in Pendek. Ich werde das an dieser Stelle auch nochmal natürlich verlinken. Da kann sich jeder darauf mal ein Bild davon machen und sich hoffentlich daran auch beteiligen. Ich danke dir wirklich für deine Zeit. Hab noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Schön, dass ich da sein durfte. Mach's gut und tschüss. Tschüss.